So, ein alter Bekannter. Ich hatte das Vergnügen, kurz nach dem Tod von ihm hier, also dem Splittern von ihm hier, hier mal vorbeigelaufen zu sein. Da war das Ganze also noch sehr, sehr frisch. Inzwischen ist der Verrottungsprozess schon, also der Zersetzungsprozess schon sehr weit fortgeschritten. Damals hat man zum Beispiel noch keine Pilze am übrig gebliebenen Holz gefunden. Heute haben wir hier, ihr wisst ja, ich sage grundsätzlich nicht, wie der Pilz heißt, den ich so finde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist, der ich denke, der es ist. Und in dem Fall wäre er essbar, aber bloß nicht jetzt aufgrund von solch vagen Aussagen, dass Ben hier irgendwie auf die Idee kommt, dass hier irgendwas essbar wäre bei Pilzen. Ja, jedenfalls eine pilzliche Vielfalt, die durchaus langsam ganz bemerkenswert ist. Gucken wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier einmal diesen da. Das ist ein anderer als der da. Und das wiederum ist ein anderer als der da. Und der da, das ist nochmal ein anderer. Und das sind nur die, beziehungsweise hier dieses Zeug da, das ist auch nochmal ein anderer. Ja, das ist ja auch was Pilzliches. Und das sind jetzt eben nur die, die jetzt momentan, gerade just in diesem Moment, da einen Fruchtkörper ausbilden. Im Inneren des Holzes befindet sich noch eine viel größere pilzliche Vielfalt. Die pilzliche Vielfalt in totem Holz im Buchenwald ist ein entscheidender Faktor zusammen mit den Käferchen im toten Holz im Buchenwald, dass ein Buchenwald überhaupt eine vergleichsweise hohe Artenvielfalt ausbilden kann. Die ist dann zwar nicht immer nicht, auch wenn der Buchenwald sehr alt und sehr artenvielfältig für einen Buchenwald ist, ist die Artenvielfalt immer noch nicht besonders super, super, super üppig, aber verglichen mit jedem Wirtschaftswald ist ein alter Buchenwald immer dem Ganzen bei weitem überlegen, dadurch, dass halt ein hoher Totholzanteil herumliegt. Also beziehungsweise theoretisch wäre auch ein Wirtschaftswald, wenn er dann einen hohen Totholzanteil hätte, was er im Regelfall halt eben nie hat, dann auch sehr biodivers. Nur, ja, wie gesagt, ist halt in der Realität selten gegeben. Ja, schöner Stamm, wunderbar, dass der auch so cool hier rumliegt, ne, beziehungsweise rumschwebt. Wäre natürlich auch ein schöner Schwebebalken, aber da blamiere ich mich, das lasse ich dementsprechend sein. auch für Tiere natürlich interessant. Stellt euch mal vor, ihr kommt hier eines Nachts diesen Weg entlang und dann sitzt da oben drauf ein Wolf und heult euch an. Und deswegen heißt das hier Wolfsschlucht, weil da damals ein Wolf saß und nein. Wolfsschlucht, ich weiß es nicht, ob es hier auch die Legende gibt, aber es gibt die immer gleiche Geschichte, wenn irgendeine Schlucht Wolfsschlucht heißt, dann soll mal ein Spielmann, ich mache jetzt die Kurzfassung, auf dem Weg nach Hause durch diese Schlucht gelaufen sein, bei der Gelegenheit leider irgendwo die Schlucht runtergeplumpst sein, unten landet er auf was Weichen, das Weiche entpuppt sich als Wolf, der Wolf knurrt, der Spielmann denkt sich, oh nein, ich bin tot, fängt an zu spielen, der Wolf setzt sich auf die Hinterbeine und hört zu und der Spielmann spielt und spielt und spielt und am nächsten Morgen hat man ihn vermisst, weil er nicht nach Hause gekommen ist, man geht auf die Suche, man hört das Spielen aus der Schlucht, man steigt hinab in die Schlucht, erschießt den Wolf oder in der Kind freundlichen Variante, der Wolf rennt weg und das Märchen ist aus. Soll sich, wie gesagt, in jeder erdenklichen Wolfsschlucht, die es in Deutschland irgendwo gibt, genau so zugetragen haben. Also entweder haben Spielmänner ein ausgesprochenes Geschick dafür, auf Wölfe zu fallen, oder das ist Mumpitz, ne? Und wir dürfen wohl sehr davon ausgehen, dass Letzteres der Fall ist. So, und hier sind wir jetzt in der kleinen Miniatur-Urwald-Sektion angekommen. Der schönste Bereich der Schlucht, wie ich finde. Guckt mal nach da hinten. Allein das ist ja schon sensationell. Wer das nicht sensationell findet, der ist leider ein Schmonk. Das hilft alles nichts. Da müsst ihr euch damit abfinden, dass ihr ein Schmonk seid. ja, und vor allen Dingen auch hier, ne? Also das macht schon was her. Ja, und dazu noch dieses kleine Bäumchen hier. Nicht ganz unwichtig. Gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Schauen wir mal da drüben, dann sehen wir nämlich noch eine riesige Felswand. Die macht natürlich auch noch mal was her. Ja, und also wirklich, ne? Schon, definitiv so große Kalkwände. Ich finde die einfach ästhetisch. Dann steht in dem Ganzen hier ein mustergültiges Exemplar von, bist denn du? Du bist abgestorben. Ja, leider was Totem.
Ich vermute, das wird mal eine Tanne gewesen sein. Na, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Eine Buche war es jedenfalls nicht. Entschuldigung, muss kurz meine Nase. Okay, Nasenzustand einigermaßen stabilisiert. Das ist ein alter Bergahorn. Wie gesagt, lebt nicht mehr, beziehungsweise ein ganz paar lebende Zellen hat er noch. Hier hängen nämlich noch ein paar grüne Triebe, die, naja, also zumindest vor kurzem noch gelebt haben. Ist also noch nicht ganz lange tot und ich kenne das Ding auch noch in lebendig. So ein Schluchtklima, perfekt für den Bergahorn. Ne? Dass der also hier relativ alt und relativ dick geworden ist, das passt wunderbar. Hier ist eben ein bisschen feuchter als wieder oben auf den Felsen. Da dann eher Buche, hier unten im etwas feuchteren Bereich wieder eher der Ahorn. Ne? So, und dann steht hier halt eben auch noch dieses Prachtexemplar von Gehölz rum. Ja, das mit dem Sonnenstand lässt sich leider nicht vermeiden im ollen Winter. Ich bin hier so früh hergekommen wie möglich. Ich bin extra um 6.30 Uhr aufgestanden. Also ich stehe schon normalerweise um 7 Uhr auf, aber 6.30 Uhr ist zu früh. Und inzwischen ist auch bestimmt 14.30 Uhr, 15 Uhr, sowas um den Dreh. Es dauert einfach eine Weile, um hierher zu kommen, von mir aus gesehen. Ein richtiger Stamm. Das ist was Besonderes bei einer Eibe, weil im Regelfall bildet sie mehrstämmige Exemplare aus, die dann eben ineinander verschnorchte und zusammenwachsende Stämme haben und so eine richtig schöne Dicke mit einem guten Stamm. Eibe ist eine absolute Rarität und wenn wir mal gucken, der ist sogar gerade und geht bis nach oben. Also daraus könnte man ja einen Eibenbogen für, keine Ahnung, Sascha Huber also, oder Herkules oder irgendwie so jemand in die Richtung, das war natürlich ein Witz mit Sascha Huber, ne? Aber ja, für jemanden sehr, sehr kräftiges aus diesem Stamm wunderbar bauen. Man könnte auch ein paar hervorragende Tischbeine da draus drechseln. Beste Qualität, das ist absolutes Elite-Holz. Ne? Absolut, ja, da muss man auch nicht am Begriff Elite zweifeln. Der ist hier definitiv angemessen. Ein wunderschöner Stamm, der wäre wahrscheinlich ein paar 10.000 Euro wert, wenn dann mal sowas verkauft werden würde, einfach für Liebhaber. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel die Eibe antatsche und dann wieder meine Nase antatsche, sonst kriege ich eine nasale Eibenvergiftung. Ja, wer es noch nicht wusste, unser tödlichster Nadelbaum, vielleicht weltweit einer der tödlichsten. 30 Gramm Nadeln können von Erwachsenen schon tödlich sein. Können, müssen sie nicht zwingend. Ne? Also das ist immer einen gewissen Spielraum, aber man sollte es nicht ausprobieren. Alles daran ist giftig, auch das Holz. Das heißt, diesen hier machen und dann, wenn ich gleich tot bin, wisst ihr warum. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber doch, das Holz ist auch giftig. Zum Beispiel Holzstaub der Eibe. Wenn man den einatmen würde, hätte man tatsächlich ein Problem. So, jetzt guckt euch mal an, wo diese Eibe hier steht. So. Und die hat jetzt ähnlich wie unsere Tanne bis unten hin Nadeln noch und nöcher. Weil die Eibe eben, und das ist wirklich ein Prachtexemplar, das ist eine der schönsten Eiben, die ich persönlich so kenne. Die ist also wirklich ganz weit vorne auf der Liste. Ich komme mal aus der Richtung, dann haben wir nicht da das Licht im Bild. Das ist wirklich hier diese Eibenschlucht, die ist absolut einzigartig und so müsst ihr euch hier den Urwald vorstellen, bitte. Ja? Wir haben oben drüber Laubbäume, vielleicht den Bergahorn da, vielleicht eine Buche, das wird im Laufe der Jahrtausende garantiert sich mehrfach abgewechselt haben. Aber hier unten, hier im Schatten der Schlucht, bei eigentlich ganz guten Wachstumsbedingungen vom Nährstoffhaushalt her, aber super, super duster, zu fast jedem Sonnenstand, jetzt ist es momentan ja gerade etwas hell, da hält sich dann unsere tolle, dunkle Eibe, die schattertragendste Baumart bei uns im Walde und bildet eben eine Sekundärkrone, eine Sekundärwaldschicht, wenn auch ein lockerer Wald. Hier, na, da, die nächste Eibe, nächstes Eibendach. Unterhalb der hohen Laubbäume und damit einen zweischichtigen Bestand. Der zweischichtige Bestand ist die hohe Kunst der Forstwirtschaft. Da möchte man bitte gerne zweischichtige Waldbestände, so wie das da, eben gerade haben, weil die halt ausfallsicher sind. Fällt dir die obere Schicht weg, hast du unten drunter sofort eine Reserveschicht, die gleich hochwächst und dann kannst du gucken, bis das nächste Mal die Schicht wegfällt. Nochmal eine weitere Reserveschicht unten drunter,
wieder zu bekommen. Die Eibe ist auch gleichzeitig einer der Bäume, die wahrscheinlich mit am ältesten werden bei uns. Über 1000 Jahre auf jeden Fall, das ist nachgewiesen. Es soll auch Exemplare geben, die 2000 sind. Ob das stimmt, kann man leider nicht nachweisen, weil der Kern des Stamms fehlt. Das heißt, wir können nicht per Jahrringanalyse oder sonst irgendwie das ursprüngliche Holz, das das allerälteste am Stamm ausmacht, mehr angucken, sozusagen. Ja? Und was ihr jetzt nicht sehen könnt und was aufgrund des wirklich sehr schrägen Sonnenstandes auch nur sehr schwer einzuschätzen ist, normalerweise ist das hier ein außerordentlich dunkler Ort. Und unter solch dichten Eiben wie dieser hier, ja, da haben sich, soweit wir das rekonstruieren können und den Römern glauben dürfen, die Kelten vorgestellt, dass hier drunter der Eingang zur Unterwelt gewesen ist. Ja, und sie sollen, da gibt es auch so ein paar Berichte, wie gesagt, kann keiner sagen, ob das stimmt, auch ihre Toten unter die Eiben gelegt haben. Und wenn man jetzt einen richtigen Eibenwald hat, das ist ja auch nur ein Wäldchen, so einen richtigen Eibenwald, gibt es noch 3-4 Stück in Deutschland, muss man mit der Lupe suchen, dann ist das so ein richtig dunkler Ort. Um 12 Uhr mittags im Hochsommer, ja, Buchen drüber, geschlossenes Buchendach, drunter geschlossenes Eibendach und da drunter, da könnte ich jetzt die Taschenlampe rausholen, damit ihr noch irgendwas erkennen könnt auf dem Bild. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich könnte ja. Für ein gutes Bild müsste ich das tatsächlich tun. Ihr würdet auch sonst noch was sehen, aber ihr würdet euch fragen, warum ist die Bildqualität gerade so scheiße? Na, weil kein Licht da ist und eine Kamera ohne Licht halt dann eben nur noch scheiße aufnimmt oder mit kaum noch Licht. Ja, es ist ein wahnsinnig dunkler Ort. Wenn man an diverse Naturgeister, Götter und sonstiges Zeug glaubt, dann muss das spirituell Auswirkungen gehabt haben auf die Leute früher. Mit Sicherheit. Das hat es ja selbst bei mir und ich glaube an all so einen Krempel nicht. So gar nicht. Ja? Aber trotzdem, ich kann es nachvollziehen, für einen noch nicht wissenschaftlich gestählten Geist mag das ein magischer oder göttlicher oder Zauberort oder sowas in die Richtung sein. Und das ist ja auch in Ordnung so. Und wenn man das auch heute noch so empfinden möchte, ja, meine Fresse, wer bin ich, das irgendjemand zu verbieten? Gerne, ne? Macht nur. Also so war das jetzt nicht gemeint. Für mich funktioniert es nicht, dafür analysiere ich mich hier zu sehr tot. Aber wenn ihr das gerne so machen wollt, wie gesagt, nur zu. Und da war gerade ein Tier. Ein Mäuslein, aber ist schon wieder weg. Ja, also auch zwischen diesen Felsen mal ein bisschen herumzukraxeln. Einfach ein bisschen, ne? Gar nicht so sehr jetzt hier den Kletterer machen und so weiter. Das kann ich gar nicht. Aber ist schon wirklich wunderschön. Wunderschön. Ja. Ich laber übrigens viel zu lange. Gut, dass ich rechtzeitig hier gewesen bin, sonst wäre es nämlich schon duster. Ja, wir machen es gegen hinten raus, dann vielleicht noch ein bisschen kürzer. Einfach damit es dann nicht völlig ausartet. Apropos Klüfte im Stein hier, ein wunderbares Beispiel. Das ist so richtig typisch. Sowas wird dann immer größer. Es bildet sich auch ein immer tieferer Riss, ein immer größerer Riss. Und eines Tages, wenn es zum Beispiel mal wieder ein kleines Beben gibt, wir haben hier im Oberrheingraben durchaus hin und wieder mal Erdbeben von nur ein bisschen Stärke. Und wenn da tonnenschwere Felsstücke nur noch von einem kleines bisschen Restfelsmaterial an Ort und Stelle gehalten werden, dann kann auch ein kleines Erdbeben mit einem Epizentrum hier in der Nähe dann auch schon ausreichen, dass hier wieder ein Stück Fels kluck nach da, ne, also da hinten rausbricht. Das könnte mal passieren. Zu meinen Lebzeiten unwahrscheinlich. Zu den Lebzeiten von irgendwem, der heute noch flüssig ist, sehr unwahrscheinlich. Aber eines Tages, und das müssen noch nicht mal allzu geologische Zeiträume sein. Ein paar 10.000 Jahre könnten da schon reichen. Ja, macht euch klar, nichts dauert länger als Geologie. Das ist mit Abstand nochmal ein Denken in ganz anderen Zeithorizonten. Ich muss ja als Forstmensch in Jahrzehnten denken, um den Wald einigermaßen fassen zu können. Als Geologe brauchst du unter Jahrtausenden mit überhaupt nichts anfangen. Bodenkunde ist noch so ein Zwischending, da kannst du in Jahrhunderten denken. Aber Jahre sind völlig irrelevant, sozusagen. Ja. Also wirklich wunderschöner Ort. Habt ihr diesen Klotz hier zur Kenntnis genommen? Nehmt bitte diesen Klotz hier noch zur Kenntnis. Und da kann man auch wunderbar dazwischen rumkraxeln, aber wir haben doch keine Zeit. Ich habe doch noch andere Adventskalendertürchen. Ich kann ja nicht 5 Teile Waldbegang hier machen. Das heißt, ich kann schon, aber das wäre dann einfach von der Abwechslung her ein bisschen nicht ganz optimal. Oder auch der da mitten so im Weg rumliegt. Das ist einfach dieses Tolle, diese großen Trollklötze in der Karstlandschaft. Ja,
Man mag sich vorstellen, es könnte mal ein Troll gewesen sein, der sich blöderweise mit Bilbo Beutlin und Gandalf angelegt hat. Ne? Ja, und dann kommt jetzt nochmal, ihr werdet es gleich auf der Kamera sehen, ein wunderbarer Laufabschnitt, wo man hier unter der Eibe die Treppe, hoffentlich zu sehen, hinabsteigt, umgeben von dem Tod, also der Eibe. Ist schon, also wenn man jetzt Kälte wäre, dann steige ich jetzt hier quasi gerade symbolisch so ein bisschen in die Unterwelt hinab. Und gerade dann auch hier dieses wunderbare Exemplar von der nächsten Eibe. So viele Eiben auch, das macht richtig Freude. Ist ein toller Ort. Ist einer der schönsten Wälder, optisch finde ich. Wirklich einer der schönsten Wälder, die ich persönlich so kenne. Ja, Eiben sehen oft auch so aus, mit so einem knorrigen Stamm, der so aus mehreren Strängen zu bestehen scheint. Deswegen ist diese Einzelstammeibe da hinten ja auch so was Besonderes und so eine Rarität. Das hier ist normal. Das eben war ein seltener Ausnahmefall. Ach, wunderschön. Ja, und unter diesen Eiben entlang schreitend, hier in der Schlucht, bei schönem Wetter. Herzliches Beileid an alle Norddeutschen. Sonst macht hier mal Urlaub. Ja, kann ich nur empfehlen. Unser Schwarzwald ist wirklich was wert, wo man mal Urlaub machen kann. Wenn ihr einen Tipp wollt, fragt mich, was ihr euch angucken sollt. Oder könnt ihr ruhig machen. Ja, vielleicht antworte ich sogar. Ja, apropos nochmal Kalkhöhlen, ja, also hier Möglichkeiten sich zu verkriechen, das ist natürlich nicht optimal, aber es gibt welche. Also es gibt immer irgendwelche kleinen Wetterschutzmöglichkeiten, das Ding da oben natürlich so als zumal eben kauern, wenn das Wetter wirklich hundsmiserabel ist und man gerade keinen Bock mehr hat, nass zu werden. Und das ist natürlich auch für diverse Tiere interessant. Da oben ist zum Beispiel ein wenig ausgebuddelt, in Anführungszeichen. Das werden wahrscheinlich eher kleine Tiere mit zwei Beinen gewesen sein, die da gerne mal hochkraxeln und während dieses Hochkraxelprozesses automatisch gewisse Spuren hinterlassen. Also das ist mit Sicherheit einfach von Kindern. Nichts dagegen einzuwenden. Kinder sollen gefälligst hier ruhig rumtoben und hier Dinge erleben, die sie hoffentlich ihr Leben lang daran erinnern, dass Natur was Tolles ist, bevor man ihnen eine Playstation schenkt. Nichts gegen Playstation, aber also dieses Laster habe ich auch. Aber nichtsdestotrotz bin ich vorher auch mal im Wald gewesen und danach auch wieder und immer mal wieder zwischendurch. Und ich finde, das lässt sich durchaus beides ein Stück weit miteinander kombinieren. Oh, das ist auch ganz was Besonderes. Guck mal da oben. Ja, ich muss eigentlich nicht flüstern, der Fels hört mich nicht. Aber man hat manchmal, jetzt behaupte ich schon, ich wäre überhaupt nicht spirituell und das geht mir alles am Hintern vorbei. Ah, na gut, vielleicht gibt es hin und wieder ganz selten mal Momente, wo man vielleicht doch das Gefühl hat, ein sehr kleines Rädchen im Getriebe zu sein. Also das sowieso, das immer. Ja, das hat man als Ökologe eh ständig. Aber hier ist schon wirklich ganz besondere Landschaft. So, da müssen wir noch mal ein bisschen näher an den Felsen ran. Da entdecke ich Interessantes. Hoffe ich zumindest, dass ich da Interessantes entdecke. Ich habe übrigens überlegt, ob ich noch versuche, euch zur Geologie noch ganz viel Zeug zu erzählen. Ich traue es mich nicht. Ich bin halt dann doch kein Geologe und es ist hier schon eine zu komplizierte Geologie, als dass ich da jetzt wirklich viele Details zu verraten könnte, die dann auch mit Sicherheit stimmen. Daher, ja, spare ich es mir. Aber darum ging es mir. Der Fels ist hier auf einmal so lustig gelblich. Das ist Ton. Ja. Das ist aber interessant. Ja, das ist eindeutig Ton. Und der kommt da oben aus dem Loch. Könnt ihr das sehen jetzt? Und der zieht sich hier wie so ein Tonwasserfall herab. Und ich darf doch mir sehr sicher sein, und dass es sich hierbei um ein sehr seltenes Phänomen handelt, das was da bei diesem Loch da oben tatsächlich um den Ausgang eines kleinen Wasserfalls, aber nur bei Starkregenereignissen, damit zu tun haben. Und dieses Starkregenereignis spült das den Boden, der aus dem Kalk entsteht, das ist nämlich Ton. Ja? Das ist ein ganz stark toniger Boden, der aus Karstverwitterung herauskommt. Den spült es dann zusammen mit dem Wasser in dieses Loch. Und wenn das Wasser dann wieder versiegt ist, bleibt der Tonrückstand, den es mit dem Wasser runtergespült hat, hier übrig und färbt den Felsen gelb.
Das ist jetzt aber echt faszinierend, oder? Also das finde ich jetzt gerade selber. Klasse. Ja, man möchte klettern können und da oben mal im Loch vorbeischauen. Ah, also diese Wolfschlucht ist schon einer der, ist schon wirklich ein ganz, 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 ganz toller Ort. Wirklich. So, noch ein paar Schritte für mich allein. Brauche ich jetzt gerade. Schön hier. Wirklich, wirklich schön hier. So, da vorne kommt gleich ein Rastplatz, den werde ich auch nutzen. Ich habe nämlich Hunger und würde dieses Bedürfnis gern befriedigen. Und sobald das passiert ist, gehen wir wieder weiter. Oh, schaut mal, da vorne ist eine Höhle, da kann man sogar rein. Könnte man rein. Ist jetzt, wir vermissen hoffentlich alle den Saki. Der würde jetzt natürlich sofort da hochrennen und wieder mal immer, wie immer in jedes Loch reinkriechen. Ja, ich mache jetzt mal zu Ehren des in Ruhestand gegangenen Sakis mal den Saki und renne da wie bekloppt hoch, um in dieses Loch reinzukriechen. Okay, vielleicht renne ich nicht allzu wie bekloppt, weil sonst keuche ich euch den Rest des Tages voll. Aber ich gehe reingucken. So. Das ist mit ein klein wenig Gekraxel verbunden. Alles voll mit Wurzeln. Interessant, interessant. Und sehr toniger Boden, natürlich, natürlich. Ja, es muss aus diesem Loch offensichtlich auch regelmäßig hinaus wässern. So, also tatsächlich rutschiger als gedacht. Wir können aber mal einen Blick riskieren und ja, also man kommt da rein. Man kann da sicher auch drin nächtigen, aber ehrlich gesagt, das sieht jetzt viel weniger steil aus, als es ist. Und ich gucke mal, dass ich hier jetzt wieder heile runterkomme. Und dafür nutze ich mal das Deppenzepter als Trekkingstock. So, also bis gleich wieder unten. So, oh, das war jetzt ein bisschen Action. Ja, nasser Ton. Wir hatten gestern noch Regen ohne Ende, auch hier unten, hier im Süden. Und das ist dann schon, ja, ihr könnt ja ungefähr erahnen, wie steil das ist. Ja, das ist dann schon ein bisschen abenteuerlich. Und ich habe jetzt noch nicht mal Trekkingstiefel an, sondern nur Halbschuhe. Und die Sohle ist auch nicht mehr die allertollste. Aber trotzdem, wie gesagt, so zu Ehren des Sakis, die Saki-Höhle. Nennen wir sie doch einfach mal so. Sie hat ja bestimmt schon von irgendjemand anders einen anderen Namen bekommen. Aber jetzt habe ich mir, glaube ich, auch mein Päuschen verdient. Ich zeige euch gerade noch den Pauseplatz. Tada! Ein wunderschöner Pauseplatz. Nur zu empfehlen. Gibt sogar eine Grillstelle. Ob das so eine gute Idee ist, hier im trockenen Landschaft, ja, kann man sich kloppen. Andererseits ist sie schön weit weg von allen Bäumen. Ist also schon in Ordnung. Gut. Ich nehme Platz, mampfe was und dann geht's weiter. Bis gleich. So, da ist er wieder. Frisch gestärkt und weiter geht's. Tatsächlich wird es natürlich schneller duster als draußen im Freiland, dadurch, dass ich jetzt in der Schlucht unterwegs bin. Ich dachte mir, so viel mehr habe ich jetzt zur Schlucht als solche gar nicht zu erzählen. Also jedenfalls nicht, wenn ich mir nicht Mühe gebe. Ich könnte schon, aber ich will euch noch ein bisschen was zeigen, was dann hinter der Schlucht liegt. Und danach gäbe es dann noch eine schöne Stelle, die dann noch für einen anderen Tag und ein anderes Türchen gedacht ist. Aber zu der ich auch noch muss, solange hier noch ein bisschen Licht vorhanden ist. Daher schleunigen wir mit beschleunigter Verschleunigung und gucken mal, dass wir jetzt hier langsam mal aus der Schlucht rauskommen. Es gibt also noch so zwei, drei Stellen, die sind einfach so schön, dass ich sie einfach gefilmt haben möchte aus optischen Gründen, beziehungsweise war ein bisschen kurios und damit geht es jetzt los. Ihr seht ja nicht, was auf mich zukommt.
Aber ihr seht es jetzt gleich, wenn ich drin bin. Das sind so Momente, da macht man sich dann mal extra breit, um hier nicht durchzupassen. Also ich bin jetzt nicht der Allerschmalste auf dem Planeten, aber es reicht nicht. Dafür ist sie dann doch noch zu breit, die Öffnung. Ja, auch hier wieder Haufen Totholz auf dem Weg. Alles schön am Verrotten. Überall das schöne Totholz rumliegen, wunderbar. Das ist schon toll. Also der Totholzanteil in diesem Wald, der ist bemerkenswert. Ist schon trotzdem aber auch klamm. Halt trotzdem immer noch auch ein Wald, der, ja, er hat seine Probleme. Das hat man jetzt im Winter gar nicht gesehen. Die Baumkronen für Buchenverhältnisse, die sehen schon nicht so richtig gut aus. Muss man aber auch sagen, es ist wirklich eine der trockensten Ecken überhaupt. Und dass die überhaupt noch alle leben, toi toi toi. Und sie werden auch vorher keine riesen Kronen gehabt haben. Eine große Krone im Karst, ja, das ist unwahrscheinlich. Das ist wirklich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Kurze technische Frage zwischendurch. Erstens, hier kommt ja jetzt schon so diese GoPro-Optik mit diesem leichten Fischaugeneffekt am Rand vom Bild ein wenig zum Tragen. Findet ihr das schlimm? Ja? Also seid ruhig aufgerufen. Wenn ihr das gar nicht haben mögt und euch das echt stört, schreibt mir das jetzt ruhig mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn es euch egal ist, braucht ihr auch keinen Kommentar zu schreiben. Oder wenn ihr das im Gegenteil sogar ganz gut findet, dann auch das würde mich interessieren. Ne? Also nur falls ihr gerade Lust habt, eine Tastatur zu bedienen. Ne? So, zweitens stört euch sehr, dass ich die ganze Zeit im Bild bin. Ja? Weil das Problem ist, mein Richtmikrofon, das den guten Ton aufnimmt. Ja, und hier muss ich irgendwie einen falschen Knopf gedrückt haben oder sonst was. Jedenfalls habe ich die Passage nicht mehr zu Ende erzählt. Beziehungsweise, ich habe schon zu Ende erzählt, aber die Kamera hat es nicht aufgenommen. Daher jetzt nochmal per Voice-Over mit dieser wunderbaren Perspektive von dem, was die Kamera aufgenommen hat. Wunderschön. hier nochmal kurz die Frage. Stürzt euch, wenn ich die ganze Zeit im Bild bin? Weil mein Richtmikrofon eben monodirektional ist, soll heißen, das geht in die Richtung, auf die man es zeigt, sozusagen. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich seit ein paar Videos, also kompletten Adventskalender, weitgehend tatsächlich recht guten Ton habe. Habe jedenfalls das Gefühl, dass der Ton ziemlich gut sein dürfte und im Vergleich zu früher. Und das ist für mich persönlich ein großer Mehrwert. Eben mit dem Haken, dass ich die Kamera nicht umdrehen kann, ohne dass der Ton super leise wird, weil ich dann aus der falschen Richtung ins Mikro quatsche, beziehungsweise eben nicht ins Mikro quatsche. Und das verkompliziert die Sache ein wenig. Und ja, drum bin ich halt ständig im Bild und drehe kaum die Kamera. Prinzipiell ist die Natur natürlich hübscher, wenn ich nicht drin bin. Ja? Und von daher könnte ich sehr und sehr gut verstehen, wenn euch das stört. Und ja, da würde ich einfach ganz gerne mal eine Meinung zu hören. Oder ob das jetzt so in Ordnung ist in dem Vlog-Style hier, in dem ich das jetzt gedreht habe, die komplette Wolfsschlucht-Reihe. Ja, das einfach noch am Rande so als kleine Feedback-Runde, wenn ihr Bock habt. Ne? So, und damit zurück zu Ben vor Ort. Ein ganz kleines bisschen was hat er noch, aber nicht mehr viel. Ja, ich habe eine Sehenswürdigkeit gefunden. Ist nicht die, die ich vermutet hatte zu finden. Sie ist aber vor allen Dingen auch ganz lustig. Nämlich, Vorsicht, Sprengarbeiten. Boom. Beim ersten Hornsignal sofort in Deckung gehen. Einmaliges, langes Blasen. Nach dem zweiten Hornsignal wird gezündet und geschossen. Zweimaliges, kurzes Blasen. Nach dem dritten Hornsignal ist das Schießen beendet. Dreimaliges, kurzes Blasen. Signale werden je nach Bedarf wiederholt. Also ich habe ja selten infantilen Humor, aber das ist jetzt schon ein bisschen lustig. Sorry. Ja, wirklich selten. Kommt ganz selten vor. Aber ja. Es ist ein Steinbruch hier unten drunter. Das ist also wahrscheinlich ein tatsächlich ernstzunehmendes Schild. Vielleicht nicht unbedingt heute. Andererseits, weiß ich nicht. Wann macht man Sprengungen im Steinbruch? Im Winter? Keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter.
So, wir haben es geschafft. Letzte Sehenswürdigkeit für heute. Seht ihr, da ist ein Krater, also da unten. Ne? Vielleicht von hier oben nochmal etwas besser zu sehen. Das ist eine Doline. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal gezeigt haben, da ihr wisst ja, Löcher im Wald. Also wer mir schon lange folgt, das ist ein Hobby von mir. Ich frage mich immer, wer macht da diese Löcher in den Wald? Und eine der möglichen Ursachen für Löcher im Wald können eben Dolinen sein. Eine Doline ist ein Karsteinbruch, heißt, man steigt hier irgendwo hoch auf einen Kalkfelsen. Dieser Kalkfelsen ist schon ziemlich lange mit Regenwasser begossen worden und dann kann es passieren, dass sich unter uns im Untergrund irgendwann ein bisschen ein Hohlraum bildet. Und dieser kleine Hohlraum, der kann dann einbrechen und dann entsteht so ein kleines Loch hier. Ja, ich weiß nicht, gibt das die Kamera her? Von hier unten vielleicht schöner zu sehen. Ja, einfach so ein kleiner kreisartiger Hohlraum. Da vorne ist auch nochmal so ein leichter Einbruch. Ja. Und ich hatte die schöner in Erinnerung, vielleicht kommt gleich noch eine schönere, aber das sind Dolinen, ja, vermutlich. Theoretisch könnten es auch kleine Tagebauten sozusagen sein, dass man da sogenannte Pingen, oder heißen sie Plingen? Das ist wieder so eins dieser Worte. Plingen oder Pingen? Ich meine Pingen. Jedenfalls, das könnte es theoretisch auch sein, so wie dann hier eine Erzlagerstätte zu erwarten hätten. Da das hier aber alles Karstgebiet ist, wüsste ich jetzt nicht, was für ein Erz sich zwischen den ganzen abgelagerten Muschelschalen bitte angelagert haben soll. Das ist jetzt nicht unmöglich, das gibt es hin und wieder, aber nach meiner bescheidenen geologischen Kenntnislage wäre das jetzt wirklich ziemlich ungewöhnlich. So, schaut mal da. Ne, also das kann man jetzt hoffentlich gut sehen. Da ist definitiv ein Loch. Und das ist eben jetzt wieder so eine Karstgeschichte. Beziehungsweise hier kommt jetzt gleich eine sehr tiefe Schlucht. Die würde man an der Stelle so auch nicht vermuten. Ist ein richtig, richtig tiefes Loch im Grunde da hinten. Auch das ist wieder ein Karsteinbruch, vermutlich in Kombination mit einem kleinen Bächlein, was von da hinten irgendwie kommt. Ich weiß, man sieht das nur bescheiden. Jetzt hätte ich dann doch mal ganz gerne eine Drohne. Das wäre jetzt an dieser Stelle vielleicht ganz cool. Vielleicht eines Tages. Das Dumme ist nur, da wo ich rumlaufe und wo es die schönen Sachen im Wald zu zeigen gibt, da ist eh immer Flugverbotszone. Zu Recht, völlig zu Recht. Und dementsprechend ist eine Drohne für mich nur so begrenzt nützlich. Ne? Außer ich würde jetzt hier illegales Zeug mit der Drohne anstellen. Da ich aber versuche, illegales Zeug nach Möglichkeit zu vermeiden, ist das dann eher nichts. So, das war's. Ich wollte euch einfach nur noch so ein bisschen diese Dolinenlandschaft ein Stück weit mitgegeben haben. Und alles Weitere ist jetzt für mich und für irgendein Türchen in nicht allzu ferner Zukunft. Ich bedanke mich herzlich fürs Mitkommen. Ich hoffe, euch hat der diesjährige Adventsspaziergang wiederum gefallen, sofern es die anderen schon gefallen haben. Und bedanke mich nochmal herzlich fürs Mitkommen. Macht's gut. Bis morgen mit irgendwas anderem. Keine Ahnung, was da kommt.